Rückruf der Betze. Sergio Allievi von den altbekannten Funktionären, Ordnern und Fans herzlich empfangen. Hier hatte er seine größte Zeit zwischen 86 und 89. 112 Bundesligaspiele, 14 Tore, wie hier nach Wuttke-Vorlage gegen Gladbach. Wuttke, Cor, Friedmann, sie alle traf er nicht mehr an. Nur Axel Roos ist geblieben und für Allievi das schöne Betzenberg-Gefühl. Sergio, kurze Frage. Wie ist es wieder zurück zu sein? Herrliches Gefühl, super Stadion, super Atmosphäre, ganz toll. Nervös? Nee, auf keinen Fall. Mein Alter nicht mehr. 31 Jahre ist er alt und längst nicht fußballmüde. Das zeigte er in der Wattenscheider Anfangsphase. Allievi, Thomas Hengen, dazu Begleitschutz vom ehemaligen Mitspieler Axel Roos. Rasenbremse. Wattenscheid ohne den grippekranken Libero Backhaus, dafür mit Courage und Golomek. Ehemalige Freiburger und Osnabrücker kamen im vergangenen Jahr zur SG. Guter Schwung, gute Fußhaltung, Fazit, Tor zu niedrig. Axel Roos, seit 16 Jahren im Verein. Doch diese Dynamik täuscht, die Gastgeber schwerfällig, statisch und viel zu ideenlos. Eine erste Halbzeit, die oft Seuchensport bot. Dabei vom Einsatz her, Sie sehen es am verschwitzten Harry Koch, nicht einmal auffällig zurückhaltend der FCK. Auffällige Wattenscheider Konter eher selten. Die Sturmspitze Milde, Vertragsamateur aus Unterhaching war er gekommen, aber allein auf weiter Flur. Kaiserslautern konnte nicht, die Gäste hielten sich nicht zurück, sie blieben einfach zurück. Seit 3 Wochen auf unverhofftem Trainerposten Jupp Keutker, der hier schon mit Frankfurt und dem HSV als Torwart im Brennpunkt stand. Axel Roos, Thomas Hengen, wieder Roos, endlich einmal auseinandergezogen die Deckung. Ritter, überrascht, und Hengen, Wattenscheid mit Ganzkörperabwehr, wie beim Eishockey, wenn Deutschland gegen den Weltmeister spielt. Lautern überlegen, nicht überzeugend. Vielbeinig die Wattenscheider Abwehr. Giuseppe Reiner, quick, lebendig, flink der 23-Jährige, macht ein gutes Spiel. Mit dem Ball schneller als Lutz, ohne die Vorlage im rechten Moment, und Sergio Allievi. Einfach übernervös, ärgerlich für ihn, er hätte diesen Abend für sich hier zum unvergesslichen Ereignis machen können. 0:0 der Pausenstand, etwa 18.000 auf dem Betzenberg enttäuscht, bis auf ein paar Schwarz-Weiße. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht in 90 Minuten immer noch 0:0 stehen, und darauf arbeiten wir hin natürlich. Sie haben eben den Ansatz einer Chance gehabt, sehr traurig, dass Sie so vorbeigeschossen haben? Ja, sicherlich. Ich meine, der Spurt war natürlich ziemlich lang, aber die Chance, da muss ich etwas ruhiger bleiben. Vielleicht wäre es dann 1:0 gewesen. Auch nach dem Wechsel weiter warten auf das erste Tor, aber zumindest schon mal die ersten Angriffe. Breme und Siegel. Kurt mit Glanzparade. Siegel selten so gegen den aufmerksamen Golobek freistehen gelassen. Lauter nun stärker werdend. Breme macht ein gutes Spiel, überzeugend auch als Libero. Wagner und noch einmal Siegel. Frank Kurt absolut souverän an diesem Abend. Thomas Hengen, böse Unkonzentriertheit. Klinge könnte allein machen. Da fehlt ein bisschen der Mut, immer noch Wattenscheid. Preetz gegen Hengen. Schön gemacht. Und Klinge und Reinke mit Glanzparade. Kalt der Schlussmann, aber natürlich froh, dass er so gut reagiert hatte bei diesem Kopfball von Klinge. Dieser junge Mann konnte nicht etwas schlecht sehen. Er empfand eine Schiedsrichterentscheidung als schlecht, obwohl die noch das Beste an diesem Spiel waren bis zu diesem Zeitpunkt. Harry Koch, immer wieder angefeuert von den Fans, sie mögen ihn halt. Wagner und Klinge mit Auge auch auf dem Rücken. Pech für Lautern jetzt. Die Gastgeber wurden stärker. Katlenz. Wagner, mutig. Thomas Hengen. Und dann das Tor durch Koch. 76. Spielminute. Die Erlösung für den Erstligisten durch den Neuzugang aus Westenbergskreuth, den die Fans so sehr in ihr Herz geschlossen haben.
Wattenscheid, die Gäste emsig, nicht spektakulär, aber durchaus gefährlich. Dirk Klinge, viel zu hastig, ohne Glück und auch wohl ohne Selbstvertrauen. Breme, letzter Mann und Antreiber, kämpferisch. Der eingewechselte Flock. Breme schon wieder dabei. Kuka, Pavel Kuka, erstmals seinem aufmerksamen Bewacher Keuler entfleucht. 2:0, 9 Minuten vor dem Ende. Alles klar, FCK. Lauter nun auch sicherer. Katletz. Hängen. Macht ein gutes Spiel. Kuka. Mit Gefühl das 3:0 nach 88 Minuten. Der Schlusspunkt durch Thomas Hängen. Erfolgreicher Abschirmdienst von Kuka. Und das sind 15 Minuten erarbeitete Happy End für die Pfälzer, die sich gern an solche Töne gewöhnen. Das war riesig, dass ich gerade das Tor machen konnte, jetzt zur Führung. Und dann haben wir gesehen, dann tun wir uns auch leicht, wenn wir mal da tun. Haben wir es ganz gut gespielt. Ein Sieg also für das Lauterer Selbstbewusstsein, ein Kompliment für sich lange währende Wattenscheider und eine Dienstreise mit angenehmen Erinnerungen für Sergio Aljewi. Zurück zu Waldemar Hartmann.